Polizei, guten Tag, bitte sprechen. So melden wir uns, meine Kollegen und ich, von der Einsatzleitstelle aus täglich mehrere hundert Male. Geben Auskunft, beraten oder veranlassen sofortige Hilfeleistungen. Sicher helft ihr auch, wo ihr könnt. Alten und Kranken, Nachbarn und Fremden. Aber es könnte auch sein, dass ihr die Hilfe der Polizei einmal ebenso braucht wie folgende Kinder. Petra Heiligtag, 10 Jahre alt, aus Düsseldorf, ist begeisterte Radfahrerin. Mit ihrem Fahrrad erledigt sie manche Besorgung für die Mutter oder für die Nachbarin, die sie soeben bittet, ihr ein Medikament aus der Apotheke mitzubringen. Okay.
Bärbel Twelkemeier, 11 Jahre alt, aus Düsseldorf. Sie hat für die Sorgen ihrer Schulkameradinnen immer ein offenes Ohr und hilft gern mit gutem Rat. Ja, das tut mir aber leid. Mir ist sowas auch schon mal passiert. Naja, sowas gibt's ja heute alle gerade. Warst du doch schon bei der Polizei? Ja, sicher, aber ich bin auch nicht dran. Nee, das verkehrt sich nicht mit auf. Allein. Nicht bitte das Gehörige. Ich hätte auch gerne raus. Moment. Fräulein, darf ich mich vielleicht erlauben, zu einem Eis einzuladen? Ja, wenn es unbedingt sein muss, dann steht es. Bitte schön. Tschüss, Peter. Drück dir die Daumen. Ja, danke. Wiedersehen. Ganz in der Nähe eine Bank, ein idyllisches Plätzchen. Da könnten wir in Ruhe unser Eis essen. Ich habe nicht viel Zeit, denn ich muss gleich in der Musikschule. Ja, ich habe auch nicht viel Zeit, aber sag doch mal, was hast du denn für ein entzückendes Kleidchen an? Ist das vielleicht neu? Ja, finden Sie? Ja, es gefällt mir gut, so wie du. Bitte sprechen Sie. Kommen wir zum Kappeler Feld. Ein Mann hat die Bärbel in die Büsche gestoßen. Wie heißt du? Mein Name ist Petra Heiligtag und ich rufe von der Telefonzelle am Kappeler Feld an. Kommen Sie rüber an der Polizeistreife. Bleibe bitte an der Telefonzelle und zeige den Beamten, wo sich deine Freundin befindet. Einsatz für Düssel 1523. Und 1540. Ich komme jetzt auf den Wagen. Du hast nicht gemacht? Ja. Ach, das ist ein Henner, wo ist er auch?